Bildschirme gibt es mittlerweile überall, egal ob Computer, Handys, Tablets oder Fernseher. Viele sitzen am Arbeitsplatz genau vor solchen Geräten fast den gesamten Tag. Und natürlich ist es nicht gesund, die ganze Zeit auf solche hellen Displays zu starren. Dadurch kann nämlich Sehstress entstehen und der fühlt sich dann an, man hat Kopfschmerzen und man hat Verspannungen. Diese Erfindung hier, ja, die soll mir dabei helfen, genau diesen Sehstress zu vermeiden, um meinen Arbeitsplatz richtig einzurichten. Wie das kleine Gerät genau funktioniert, das möchte ich vom Erfinder Dr. Pavel Sacharow und seiner Mitarbeiterin Anja Starke erfahren. Das Team kommt aus der Schweiz. Dr. Pavel Sacharow ist Experte im Bereich biomedizinische Optik. Anja Starke, Diplom-Ingenieurin für Augenoptik. Wie nimmt das denn überhaupt mein Sehverhalten auf? Er hat verschiedene Sensoren da und was wir machen, wir messen verschiedene Distanzen in verschiedene Richtungen und wir haben auch Orientierungssensoren und Bewegungssensoren in diesem Gerät, so welche hilft uns eine kind of Aufnahme auf die Distanzen zu nehmen. In der Erfindung sind insgesamt 7 Sensoren verbaut. Mit Hilfe von Lasertechnologie messen sie verschiedene Parameter des Sehverhaltens. Also ich habe meinen Arbeitsplatz jetzt so eingerichtet, ich habe einen Laptop hier, ich habe einen externen Monitor, ich habe mein Telefon, auf das ich immer wieder schaue, wenn mir jemand schreibt, wenn ich telefoniere. Ich möchte das die nächsten 3 Tage ja auch testen und mein Verhalten hier an meinem Arbeitsplatz aufnehmen. Welche Daten werden denn da am Ende rauskommen? Wir kriegen Informationen darüber, ob du vielleicht zu viel im Dunkeln arbeitest oder ob deine Beleuchtung um dich herum hervorragend ist und nicht nur über hell und dunkel, sondern eben auch über die Lichtfarbe. Und wir bekommen ganz wichtige Informationen darüber, wie deine gesamte Position über die Tage, also von deinem Kopf und von deinem Körper gewesen ist, ob du vielleicht eine Lieblingsseite hast und deinen Kopf immer verkippst zur einen oder zur anderen Seite oder ob du vielleicht auch viel läufst oder gerade sitzt. Also es wird ein richtig schönes Abbild von deinem Sehverhalten und von deiner Sehaktivität zu erkennen sein. Anhand der gesammelten Daten soll Rico seinen Arbeitsplatz später gesünder gestalten können. Was muss ich jetzt genau machen für den Test? Du musst nichts machen, als das Gerät aus der Verpackung zu nehmen und dir einen Adapter dazu bereitzulegen. Es sind ja 2 Adapter dabei, ein grauer und ein schwarzer. Du trägst selber keine Brille, daher haben wir dir eine Brille mit Fensterglas geliefert. Die Brille dient als Halterung. Mithilfe eines Adapters befestigt Rico den Monitor mit einem einfachen Klickmechanismus am Brillenbügel. Dann schlage ich vor, ich arbeite intensiv an meinem Arbeitsplatz und wir hören uns in 3 Tagen wieder und ich freue mich auf den Bericht. In Deutschland sind mehr als 26,5 Millionen Arbeitsplatzcomputer installiert. Laut Arbeitsmedizin sind Beschäftigte, die beruflich oft den Rechner nutzen, vermehrt mit Augenbeschwerden, Kopfschmerzen, Reizbarkeit und emotionaler Erschöpfung konfrontiert. Wenn ich das Gerät jetzt einfach weglege, dann sollen ja eigentlich jetzt keine Daten gesammelt werden. Das dauert einen kurzen Moment und dann schaltet sich das Gerät sogar ab. Wir warten kurz. Da war das Geräusch. Wenn ich es jetzt aussetze, geht es weiter mit der Datenmessung. Weiter geht's. Um die Erfindung von einem Experten einschätzen zu lassen, trifft Rico am 2. Testtag einen Betriebsmediziner. Sie sind unter anderem zuständig für die Gesundheitsberatung am Arbeitsplatz. Auch Dr. Markus Köhler macht Vorsorgeuntersuchungen bei Bildschirmarbeit. Ich lasse ja meine Sehverhalten gerade mit dieser kleinen Erfindung aufzeichnen. Wie funktioniert das denn sonst eigentlich? Normalerweise setzen wir im Prinzip auf Fragebögen, Befragung der Mitarbeitenden und auch Arbeitsplatzbegehungen. Und aus dieser Kombination verschaffen wir uns sozusagen einen Überblick über den Arbeitsplatz. Und du hast dir das im Vorfeld schon angeguckt? Also ich muss sagen, gerade im Hinblick auf Bildschirmarbeitende, die jetzt Beschwerden haben, wo vielleicht nicht auf den ersten Blick erkenntlich ist, woran das jetzt liegt oder ob es vielleicht wirklich einen Zusammenhang mit dem Verhalten am Bildschirmarbeitsplatz hat, ist das oder kann das eine sehr gute Hilfestelle auch für uns Betriebsmediziner sein, weil wir eben nicht nur eine Momentaufnahme haben, sondern die Aufzeichnung eines oder mehrerer Arbeitstage.
Während Rico arbeitet, misst die Erfindung alle 2 Sekunden Distanzen zwischen Augen und Bildschirm, Beleuchtungsstärke und Farbtemperatur. Auch die Kopfhaltung und Bewegungen erkennt das Gerät. Bedenken um Datenschutz muss man dabei nicht haben. In dem Gerät sind weder Kamera noch Mikrofon verbaut. Es wird also nicht aufgenommen, was Rico hört oder sieht. Auch sein Standort wird nicht ermittelt. 3 Tage lang hat er jetzt zu unterschiedlichen Tageszeiten gearbeitet. Ich glaube, ich habe genügend Daten gesammelt. Die werden jetzt von einer KI ausgewertet. Und dafür schicke ich die Daten in die Software der Erfinder. Da gibt es hier so ein Kabel, das habe ich schon angeschlossen an den Laptop. Zack, verbunden. Die KI gleicht die gesammelten Daten mit den Normwerten für einen gesunden Arbeitsplatz ab. Die sind in dem Report mit weißen Ellipsen gekennzeichnet. Mit den Ampelfarben Rot, Gelb und Grün wird angezeigt, inwieweit Ricos Werte davon abweichen. Jetzt bin ich gespannt, was rausgekommen ist. Ich habe den Report hier online schon geöffnet. Was kann ich daraus lesen oder was lest ihr daraus? Wir können ziemlich genau sehen, dass du eine zentrierte Kopfhaltung hast, was die Verkippung nach rechts und links angeht. Also da bist du im grünen Bereich. Allerdings ist dein Kopf viel zu stark gesenkt, wenn du an digitalen Geräten arbeitest. Also mach lieber mehr auf einem großen Bildschirm, der auf Augenhöhe steht. Das ist viel gesünder, als so viel am Laptop zu arbeiten. Okay, also gerade wenn ich etwas lese oder wenn ich Texte habe, ist es besser, ihn vom Laptop hochzunehmen auf den großen Bildschirm, der auch ein bisschen weiter weg steht. Für die Körperhaltung auf jeden Fall. Und es wird sich für dich auch viel entspannter gucken. Auch Ricos Kopfbewegungen sind auffällig. Wir sehen, dass du ganz, ganz wenig Bewegungen hast, wenn du an digitalen Bildschirmen arbeitest. Also du machst ganz wenig den Kopf von oben nach unten und von rechts nach links. Das könnte auch dazu führen, dass ich so Verspannungen einstelle. Das heißt, ich muss auch mal weggucken von der Arbeit und einfach mal aus dem Fenster rausgucken und was draußen abgeht. Und stehe öfter auf. Alle 30 Minuten eine Bewegungspause, gerade Rücken, gerade Schultern. Einmal aufstehen, dann wieder hinsetzen. Bei der Beleuchtung hast du noch ganz viel Luft nach oben. Überprüf dein Setting, guck mal, wo dein Arbeitsplatz ausgeleuchtet ist. Hast du nur eine Deckenleuchte, dann brauchst du noch eine Schreibtischlampe dazu. Und versuch deine Farbtemperatur ein bisschen wärmer zu gestalten. Die ist im Moment im zu kalten Bereich. Zurzeit kann man das Gerät in Deutschland bei einigen Optikern und Augenärzten leihen. Was für ein Erfindergeist, oder? Gut, dass es diese Tüftler gibt und dass sie immer wieder versuchen, diese Probleme zu lösen. Und die nächste Erfindung, die gibt's schon in diesem Video. Aber bevor ihr klickt, lasst uns gern noch einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal.